Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Das dürfte richtig hochklassig werden. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Und wir sehen hier die heutige Aufstellung von Olympiakos Piräus. 5-2-3 ist heute ihre Formation. Also Fünferkette, ne? Ja, das wird nicht einfach, da durchzukommen. Aber sie spielen auch mit drei Stürmern. Also es ist keine Mauerei. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Fortunis. Mvila. Ahmed Hassan. Jan Villa. Geht dazwischen und hat den Ball. Villa. Gefährliches Anspiel. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Sie holen sich den Ballbesitz. Van Aken. Jetzt ist es gefährlich. Kommt jetzt die Flanke? Dost. Bas Dost. Schöner Pass. Guter Steilpass. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Ecke kommt ins Zentrum. Den Ball hat er. Ganz souverän. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler.
Ruben Semedo. Athanasios Androutsos. Bruma. Mvila. Mvila. Ruben Semedo. Fortunis. Mvila. Sehr effektives Passspiel hier. Mvila. Jan Mvila. Ruben Semedo. Mvila. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jetzt Sokratis. Weiter geht es mit einem Einwurf. Former. Sie lassen den Ball gut laufen. Dost. Er holt sich den Ball. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Der Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Bastost. Klasse Pass. Wichtig, er holt den Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Der Ball im Aus, das hätte nicht passieren müssen. Hans van Acken. Könnte der Ausgleich werden. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Er schirmt den Ball ab. Ahmed Hassan. Nun Hassan. Mvila. Ganz geduldig machen Sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Ball draußen wird Einwurf geben. Und Sokratis. Mvila. Ruben Semedo. Ruben Semedo. Sokratis am Ball. Mit dem Ball Sokratis.
Fortunis. Sokratis jetzt. Da sehen wir Sokratis. José Sá. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Fortunis. Und Sokratis. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Bas Dost. Former. Das könnte was werden. Klasse Zuspiel. Achtung jetzt. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Zwei eins, hier ist noch alles drin. Vila. Bruma. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Ahmed Hassan. Ja, geht gut dazwischen. Former. Manaken. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Hans Manaken. Ah, das hätte gefährlich werden können. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ballverlust. Gute Aktion jetzt. Former. Gute Pässe jetzt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Er schießt! Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann geht es kaum besser. Aus der Halbdistanz mit Effet, technisch brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Gäste werden wechseln. Mvila. Nun Hassan. Jan Villa. Jan Villa. Macht er gut. Ist das der Anschlusstreffer? Da haben sie gut aufgepasst. Die Chance auf den Konter. Manaken. Bastos. Guter Pass. Phänomenal! Ohne Worte! Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerfen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Ja, setzt gut den Körper ein. Guter Pass jetzt. Jan Villa. Abgefangen, gut gemacht. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Der Ballverlust. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Mvila. Super dieses Zuspiel. Das ist der Treffer. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin können die Fans mal einen Treffer bejubeln. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Vielleicht der Anschlusstreffer.
Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Gut den Körper eingesetzt. Und das ist der Ballverlust. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr?